Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Park Beyond. Übrigens, lange nicht mehr erwähnt, 15% sparen bei unserem Partner Games Planet. Link in der Videobeschreibung, auch bei anderen Spielen, die du da kaufst. Unterstütze meinen Kanal. Vielen lieben Dank dafür. Du bist der beste Zuschauer der Welt. Und die ganzen anderen natürlich auch. So, hier. Dropschleuder ist schon impossifiziert. Wir gucken mal, ob wir hier optimieren können. Wir pausieren also. Und dann gehen wir mal hier auf. Achso. Ist ja keine Achterbahn. Da können wir nicht. Da können wir nicht. Ne? Können wir nicht. 640 kostet die. Puh. Und dann ist es ein Teil, was halt in der Zielgruppe nicht gut ankommt. Schwierig. Schwierig, schwierig. Haben wir denn hier neue Elemente, die wir einbauen können? Gewinnverlust sehr knapp. Also hier müssen wir uns auch was einfallen lassen. Bin wieder beim Mineralwasserschopf gelandet. So, wir halten mal kurz an. Nee, haben wir nicht. Holprige Fahrt, da hatten wir schon durchgetauscht, ne? Ja, Familien irgendwie glücklich zu machen hier, das ist nicht so ganz so einfach, habe ich den Eindruck. Was ich blöd finde, ist, dass auch wenn wir uns noch Sachen angucken wollen, wie zum Beispiel, was wäre denn die nächste Impossification, dass wir dann schon in das Problem geraten, dass die Bahn abgeschalten werden muss dafür. Das finde ich ein bisschen komisch. Sag ich dir, wie es ist. Gut. Dann, würde ich gerne noch was ausprobieren. Und zwar können wir Wege verbreitern. Und vor allen Dingen, wie breit werden die dann? Okay, so breit werden die. Können wir Wege verbreitern, einfach so? Ich muss wahrscheinlich hier abreißen, ne? Mal kurz auf Pause, weil sonst habe ich keine Ahnung, was bei dem Spiel dann passiert. Wir nehmen keinen. Kiesel. Asphalt, Beton, Erde. Erzstreusel. Okay, das geht auf jeden Fall. Weil ich habe so den Eindruck, dass die Wege alle relativ klein sind. Aber das ist viel zu breit, ne? Wir machen für die Hauptwege, für die Aorten machen wir mal 8. Und für die normalen Wege 4, würde ich sagen. Ja, da kann man nicht meckern, ne? Beschweren kann man sich da eher weniger. Machen wir den hier weg. Hier ist gerade Parkbesucher gelöscht. Ich hoffe doch nicht. So. Here we go. Breite 8. Dann hier Kurve. Funktioniert. Dann können wir die Bank sogar auf die Straße setzen. Dann müssen wir niemals mehr. Oh, es sieht schon schöner aus, wenn sie am Rand steht, ne? So. Ist vielleicht auch ein bisschen freundlicher. Sieht auch ein bisschen freundlicher aus, ne? Wenn ein bisschen mehr Platz ist. Nochmal. So. Und so. Ja, die Leute sind auf jeden Fall begeistert. Das finde ich schön. Die Leute wollen das, was passiert. Was? So. Weird. Aber interessant.
Aber ein bisschen mehr Platz ist wahrscheinlich gar nicht mehr so schlecht. Sind diese Shops? Ich glaube, diesen Shop, den verlegen wir mal. Hm. Kann ich den nicht verschieben? Wieso ist es nicht verfügbar? Fernen? Ja. Nee, bitte den ganzen Shop. Den ganzen Shop, bitte. So. Warum? Warum, ey? Warum geht das nicht? Ja, jetzt haben wir die Objektgruppe ausgewählt. Kannst trotzdem nicht verschieben. Warum nicht? Keine Ahnung. Vielleicht steht er wirklich zu eng an der Bahn hier dran. Gut. Eieiei, was ist hier passiert? Piratenschiff. So, bisschen runter. Hier ist auch alles voller Müll. Da gehen wir da mal ein bisschen runter und dann. Das war der Coaster. Snackautomaten. Ja, die sind wahrscheinlich jetzt, weil die. Müssen wir die neu positionieren? Ja. Ja, die haben da den Kontakt zur Straße verloren. Hm. Ein bisschen weiter weg, weil wir wissen ja schon, die werden nicht als schön empfunden. Und dann machen wir mal. Wo war denn das hier, ne? Szenerie, genau. Und da. Huch. Szenerie und dann. Haben wir hier bei den Gestaltungen Western. Toll. Vegetation, Western, hölzerner Blumenkasten. Danke, Spiel. Hm. Der ist zu groß. Das ist, Busch. Ich glaube, da kann man. Das kann man so machen. So. Wichtig immer bei sowas, wenn ihr auch mal Gärtner werden wollt, hier Profi-Tipp von mir. Hier Blumen direkt neben die Bank, ne? Damit die Bienen, die. Also Besucher mögen ja auch so Kuchen in Parks und Bienenstich ist auch ein ganz leckerer Kuchen, habe ich gehört, ne? So. Haben wir das auch geklärt. Da wisst ihr schon mal Bescheid und habt auf jeden Fall in dieser Folge ein Bildungserlebnis mitgenommen. Was gibt Schöneres? So, was ist denn mit dieser Bahn hier los? Warum ist denn die auf einmal so. So schwierig. Ist hier irgendein Trend zu Ende gegangen und das haut so derbe ins Kontor. Wisst ihr, Leute, das finde ich bei diesem Spiel echt schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Da so wenig ausgelastet. Gut, es sind auch deutlich weniger Besucher im Park, ne? Wieso ist hier immer noch so viel Müll? Mann! Was ist denn los? Unterwegs, um einfach zu fern. Unterwegs, um einfach zu fern. Will Mülleimer nehmen? Will Mülleimer nehmen? So, wir machen jetzt mal hier. Er soll nur Abfall entfernen. Gar nicht Mülleimer lernen. Der R ist übrigens Evelyn. Macht keinen Sinn, weil es impossifiziert mit diesem. Mülleimer-Teil. Und wenn man, also das wäre natürlich kompletter Blödsinn, ne? Das würde ich wieder in den Kommentaren lesen. Dann müssten wir mal hier. Na.
Genau. So. Will. So. Die soll nur Abfall aufsammeln. Gut. Ich muss mal kurz gucken. Bumperbalgerei. Da wäre endlich mal was für Familien. Gestalterung 400. Das passt ja so irgendwie gar nicht, ne? Das ist ein Autoscooter. Den Kraken haben wir schon. Den haben wir auch. Wir haben im Moment eh zu wenig Besucher. Was ist denn hier wieder los? Ist hier irgendwie Warteschlangensalat? Nee. Das müssen wir einfach günstiger werden. Also ich weiß es nicht. Ja, das finde ich wirklich schade hier, dass wir den Shop nicht verlegen können. Auch nicht im Bearbeitungsmodus. War das vielleicht, war das von Anfang an ein Szenerieobjekt, der von Anfang drin war? Ich weiß es gar nicht. Aber das können wir auch nicht verändern. Können wir das, wenn geschlossen ist? Nein. Auch nicht. Na gut. So, wir haben, ach so, was ist hier denn eigentlich? Immer noch auf Maximum. Kleinen Tick hoch. Wir haben wieder eine Impossifizierung frei. Ich würde ja direkt das neue Ding hier nehmen. Guck mal, Rentabilität plus 3, aber Preis von 400 auf 700. Pass auf, das will ich mir jetzt mal angucken, was wirklich der Effekt ist. Also, wir gehen mal hier auf Finanzen und gucken uns das mal in Ruhe an. Instandhaltung würde also um 300 steigen. Das ist 300. Und wir haben im Moment 105 Interaktionen. Wir haben einen Gewinnverlust von 200. Nur mit der Impossifizierung würde also der Gewinn sinken. Weil die Ausgaben ja um 300 steigen, 200 gewinnen, ne? Minus 100 hätten wir dann. Jetzt gucken wir mal, was passiert wirklich. Ach, du dicke Männer. So. Gehe ich auf 7. Was zur Hölle ist denn jetzt kaputt? Okay. Ist auf jeden Fall beeindruckend und hier mit Schneekanonen und allem, das ist schon wirklich cool. Und auch die... Also das finde ich... Ich habe ja gesagt, ich finde im Moment, dass wir sehr wenig Attraktionen haben. Aber wenn es so ist, ne, dass also wirklich hier die Attraktionen durch das Impossifizieren so viel größer oder mehr werden, das ist schon krass, ne? Finde ich. Sieht auch sehr beeindruckend aus, wenn du mich fragst. Ich weiß, das tust du nicht, ist auch besser so, aber ja. So, Trends gehen zu Ende. Früher war alles besser. So, das mit dem Snackautomaten haben wir wirklich behoben. Fleischstreifen am Set gekauft. Gehen wir mal hier 5 runter. Am häufigsten gekauft, ausgeglichenes Feedback ist ein Preis. Leute. Ja. Was soll ich sagen? Ist ein bisschen wie YouTube-Zuschauer. Ne, kannst spielen, wie du möchtest. Hauptsache, spielst du, wie ich will. Ha? Easy. So, was haben wir hier? Ah, das sieht doch so lecker aus. Wow! Und ist auch gewinnbringend. Ja, pass auf, bevor wir hier noch weitere Geschäfte ranbauen, sollten wir vielleicht diesen Weg hier auch vergrößern. Auf jeden Fall ist das jetzt nicht immer so gedrubbelt, ne? Das ist ja schon cool. Hier ist jetzt auch ziemlich viel los. Und da wir die ja nicht verschieben können, die Geschäfte, warum auch immer. Es ist vielleicht auch clever, oder es wäre cleverer, wenn der Eingang relativ am Anfang liegt, damit die Leute schnell da reingehen. Und der Ausgang liegt weiter hinten, wo die Leute dann
durch einen Teil des Parks wieder durch müssen, an einer Attraktion vorbeikommen. Das wäre vielleicht auch noch eine Option, ne? Wie man das optimieren kann. Ich erinnere mich damals hier, diese Kombimärkte, also Selex, ne? Die, wo das ja wirklich ein Labyrinth war, wo du, wenn du vom Eingang zur Kasse wolltest, dann war der Weg nicht so wie, ich sag mal, im gängigen Aldi, wo man dann, ja, so, sagen wir mal, 2-3 lange Gänge hat und dann ist parallel zum Eingang direkt, dann sind die Kassen und wenn du reingehst, kannst du theoretisch einmal hinten durch, manchmal auch mit Mittelgangunterbrechung und dann wieder zurück, ne? Und da war es wirklich so, da war das wie so eine, das hat sich wie so eine Schlange durch den ganzen Laden geschlängelt. Du musstest an allen Regalen quasi, bist du einmal vorbeigelaufen, fast. Also es gab natürlich Ausnahmen, ne, die Tiefkühlabteilung und so, man kennt es ja nicht anders. Ja. So, was ist hier denn passiert? Jetzt mal Ohr weg. Gut. Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir ein bisschen Optimierung. Ich würde gerne also hier die Wege und die Landschaft so ein bisschen mal komplett überarbeiten, dass es einfach mal ein bisschen schöner aussieht. Und wir müssen hier echt aufpassen. Was ist denn hier los? Achso, das ist, weil wir die Kosten nicht angehoben haben. Oder weil es einfach nur geschlossen war. Ist denn 7 zu teuer? Okay, wir können es den Preis nicht leisten. Einmal ist mir egal. Die Warteschlange ist zu lang. Leider. Also die Leute wollen dahin. Gut. Liebe Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann mit Wegbearbeitungen. Und ja. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.